Vielen Dank. Ich bin aus München hier gekommen, wie jedes Jahr. Wenn ich vor diesem Platz stehe, bin ich nicht in mich selbst. Um mir zu sagen, wie man einfach hier sagt, es hat Gänse auf. Vor diesem Platz wurde unser Bruder Uli Diallo, wie ich vorhin gesagt habe, von der Polizei, die in diesem Haus gearbeitet haben, weiß nicht, ob sie noch heute hier arbeiten, ermordet. Aber wenn ich die Leute sehe und alle, die hier sind, es gibt schon Mut, weiter zu kämpfen, weil dieser Kampf ist für uns ein Überlebenskampf. Es ist ein Überlebenskampf, weil unsere Brüder und Schwestern werden immer ermordet und verfolgt. Und das müssen wir zusammenhalten, um dieses System zu brechen. Und ich werde nicht so viel sagen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich vor diesem Platz stehe, ich bin wirklich nicht in mir selbst. Und deswegen, ich bringe einfach eine solidarische Grüße des Arbeitskreises Panafrikanismus München. Vielen Dank. Uri Diallo! Uri Diallo! Uri Diallo! Ich möchte euch erst einmal von Namen von der Ich möchte einfach auf den Namen von der Schwarze Community in Deutschland euch alle hier begrüßen und für ihre lange Unterstützung nochmal bedanken. Meine Rede geht um unser Alltag als schwarze Menschen leben in Deutschland. Meine Rede beschreibt eigentlich die Sorge, die wir uns für unsere Kinder machen. Die Sorge, die wir für die Generation nach heute einfach uns machen. Dieser Land ist so mit Rassismus gesprägt. Uri Diallo ist wegen selber misshandelt, umgebracht worden. Uri Diallo gestorben bei dem Waffenhandel aus der Bundesrepublik Deutschland. Die Waffen des Sierra Leone und Guinea gebietet haben. Und so hat die Bürgerkrieg verursacht haben. Uri Diallo ist gestorben. Weil diese Waffe handeln aus der Bundesrepublik, die Steuer in der Bundesrepublik gezahlt haben. Und ist alles gestorben. Weil diese Steuer, die in der Bundesrepublik gezahlt wird, wird die Wahlkampf in der Bundesrepublik damit unterstützen. Und ist alles gestorben, weil die Gesetzgeber, die diese, von dieser Geld ihre Wahlkampagne gemacht haben, am Gesetz, rassistische Gesetz in Deutschland verschaffen oder geschafft. Ich appelliere alle deutsche Bürger, die sich von diesen rassistischen Maßnahmen oder Institutionen distanzieren wollen, gemeinsam als einzelne Personen, einzelne Mann oder Frauen, zusammen aufzustehen, gucken wir nicht auf unsere Zahlen. Wir sind so viel. Wir sind viel, als wir denken. Wir sind nicht 4, 5 oder 1000. Ist noch mehr als ihr denken. Uri Diallo war nicht allein, das war kein Uri Diallo. Wir sind alle Uri Diallo. Unsere Kinder in der Bundesrepublik sind Uri Diallo. Ein ist gestorben, 1 Milliarde sind geboren. Und der Widerstand von den schwarzen Menschen, die in Deutschland ist nur am Anfang. Wir werden kämpfen, gemeinsam mit unseren deutschen Freunden, Bürgern, die sie von dieser Diskriminierung, Institutionen, rassistische Institutionen distanzieren wollen. Gemeinsam werden wir mit dir kämpfen, um die rassistischen Gesetze in der Bundesrepublik abzuschaffen. Uri Diallo ist gestorben. Morgen ist unser Kind auf die Liste. Die Polizei sind nur diejenigen, die den Auftrag erledigt. Der Auftraggeber sind die Bürger, die gar keine Initiative gegen Rassismus unternehmen wollen. Die Staatsanwaltschaft sind da,
und der Exekutor, die die Polizei sind, zu schützen. Aber die real, die wirkliche Auftraggeber sind Menschen, die in der Gesellschaft den Rassismus unterstützen. Und wir kämpfen nicht nur gegen die Polizei, wir kämpfen gegen eine maßgebliche Institution. Diese ganzen Leute, Polizei, Gesetzgeber, Staatsanwaltschaft und die deutschen Bürger, die noch mit Rassismus geprägt sind. Gegen diese ganze Institution kämpfen wir. Unser Kampf muss weitergehen. Passiert häufig unser Alltag, dass wir gemeinsam auf dem Tisch mit Nazi und rassistischen Menschen sitzen, ohne das zu wissen. Aber ich appelliere jeder von uns, zu Hause, in der Universität, in der Schule, beim Arbeiten, tolerieren wir in der Zukunft keine rassistischen Verhalten. Egal ob er mein Onkel, meine Tante, meine Cousine, mein Bruder ist, solange er rassist ist, muss ich mich von diesen Menschen distanzieren. Egal der Typ oder der Frau oder mein Mann oder der Papa, meine Kinder oder Mutter, meine Kinder ist, solange sie oder der rassist ist, muss ich mich ganz deutlich distanzieren davon. Weil der Rassismus ist die große Verursachung aller Verbrecher dieser Welt. Der Rassismus ist die große Verurteilung, die Leiden von Menschen in dieser Welt. Ich appelliere nochmal zum Schluss, alle Bürger dieser Welt, zusammen mit uns zu kommen und gegen Rassismus zu bekämpfen, in der Bundesrepublik, gegen rassistische Gesetzgeber, gegen rassistische Staatsanwaltschaft und gegen rassistische Bürger, die unsere Gesellschaft einfach verschlechtern. Ich bedanke Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Das war Mord! Das war Mord! Das war Mord!